Hallo liebe Leute, es sind die neuen Veranstaltungstipps, die anstehen. Und was ist ich heute auf dem Fahrrad? Sportlich wie nie, mache mich hier zum Kasper mit Helm. Aber hierzu erzähle ich euch gleich ein bisschen mehr, denn es steht das neue SZ-Fahrradfest für dieses Jahr an. Und der Start ist genau hier auf dem Theaterplatz in Dresden. Und dazu erzähle ich euch gleich noch ein bisschen mehr. So, hier auf dem Theaterplatz, ich mit Helm, den nehme ich mal lieber ab jetzt, wenn ich ihn denn abkriege. Oh, er fängt schon an hier. Oh ja, so. Ach, schön. Ja, wenn das kein schöner Platz ist, um ein Fahrradfest zu starten, und die Sächsische Zeitung macht es jedes Jahr. Dieses Jahr die besten Strecken aus 20 Jahren. Und da könnt ihr wirklich riesengroße Fahrten machen von bis zu 150 Kilometer. Aber natürlich auch die kleinen mit 11 Kilometern. Also jedem so, wie er es schafft, wie fit er ist. In den Treffpunkten der Sächsischen Zeitung werdet ihr dazu beraten. Also es lohnt sich wirklich, einmal dort mitzumachen. Viele, viele unterschiedliche Fahrten sind es. Auch wenn ich mich hier jetzt gerade wiederhole, ich muss nämlich wirklich mal ganz kurz noch mal was schauen. Einen hatte ich nämlich gesehen, wo ich wirklich gedacht hatte, das kann doch nicht wahr sein. Diese ewig lange Tour von 150 Kilometern, die ich mir persönlich nicht zutrauen würde. Aber es gibt bestimmt ganz sportliche Typen, die das auf jeden Fall auf die Reihe kriegen. Die geht von Dresden, vom Theaterplatz hier, bis Neustadt-Sebnitz. Also das muss man sich mal überlegen. Nicht nur dahin, man muss ja auch wieder zurückkommen. Und wenn man das noch bei solchem Wetter hat wie hier, naja, da bin ich ja mal gespannt, ob die das schaffen. Aber die Teams werden unterwegs natürlich auch gut versorgt. Die Sächsische Zeitung kümmert sich wirklich um alles. Versorgungsstationen und. Und ihr kriegt natürlich auch, wenn ihr euch anmeldet, entweder im Gesamtpaket auch dieses tolle Trikot. Es gibt auch noch ein zweites. Natürlich auch ein super Fahrradhelm. Es gibt die passende Sonnenbrille, noch ein Halstuch. Könnt ihr auch als Stirnband nehmen. Alles möglich. Entweder im Gesamtpaket oder einzeln dazu kaufbar. Also, wenn das nichts ist, Spaß wird es auf jeden Fall. Und 20 Jahre SZ-Fahrradtour, da ist bestimmt geballte Erfahrung zusammengekommen, und die Strecken, wie gesagt, könnten eine Herausforderung sein. Macht die kleine, habt Spaß, genießt es. Ich habe sonst noch mal so ein paar kleine Tipps. Wir sind ja einmal hier, da müssen wir einmal mal ein bisschen rumschwenken. Der Zwinger sieht natürlich gerade durch die Baustelle etwas schwierig aus. Aber der Zwinger bietet natürlich auch eine Vielzahl von Veranstaltungen. Und hier ist es so, im Marmorsaal, ich muss mal meinen richtigen Flyer raussuchen, gibt es die Gala-Konzerte, die bis Ende Juli hier noch stattfinden. Also auch hier könnt ihr euch in einer ganz anderen Form als beim Fahrradfest austoben, und zwar kulturell. Schaut es euch an, genießt es, klassische Konzerte. Und Tickets dazu bekommt ihr natürlich immer in unseren Geschäftsstellen oder unter sz-ticketservice.de. Ganz aktuell, gerade jetzt, das Wochenende steht an, und es kommt die BRN, Bunte Republik Neustadt. Ohne Eintritt, auch mal ein schöner Tipp. Da könnt ihr natürlich in den Straßen der Neustadt, in den Höfen rumflanieren, tingeln. Es wird laut, viel Musik, viele Bars, viele Drinks. Aber mal eine nette Variante, mal was ganz anderes zu tun und den Geldbeutel zumindest für den Eintrittspreis zu sparen. Tja, und hier wunderbarer Platz, der Theaterplatz in Dresden. Was man von hier aus jetzt nicht ganz sieht, weil da flitzen wir jetzt mal eben nicht so schnell rund rüber hier. So sportlich bin ich heute nicht mehr. Direkt dort hinten, wo die Elbe ist, befindet sich der Theaterkahn in Dresden. Und der Theaterkahn hat noch eine Spielzeit, bevor die Sommerpause beginnt, auch noch jetzt im Juni und Juli. Und da kann ich euch wirklich empfehlen, geht mal wieder ins Theater. Also es gibt so wunderbare Stücke wie Mann über Bord. War das wirklich schon Sex? Also das lohnt sich wirklich mal. Geht mal wieder ins Theater, nutzt die Chance. Karten gibt es bei uns oder natürlich auch direkt auf dem Theaterkahn. Weitere Theaterveranstaltungen gibt es natürlich auch. Vielleicht mal in die ganz andere Richtung gehen, nicht mehr hier in der Altstadt, sondern wir gehen ins Hechtviertel. Und da ist jetzt ganz aktuell
alle Veranstaltungen der St. Pauli-Ruine haben wir im Verkauf. Und da gibt es wirklich eine ganz bunte, große Vielfalt bis in den Herbst hinein. Und inzwischen hat auch die St. Pauli-Ruine ein Glasdach, was ja immer nicht war. Also auch beim Regen könnt ihr dort letztendlich entspannt sitzen, müsst nicht aufstehen. Veranstaltung wird abgesagt, findet nicht statt, gibt es nicht. Also ihr könnt dort wirklich mal eine ganz andere Kultur dort kennenlernen. Nutzt es, schaut es euch an. Und noch einen kleinen Tipp habe ich, der geht diesmal jetzt nach Radebeul. Und zwar Hof Lößnitz in Radebeul. Am 27. und 28. Juni gibt es das zweite Radebeuler Märchenfest. Sehr zu empfehlen. Die Sächsische Zeitung präsentiert es natürlich auch. Und Kartenpreise sind wirklich sehr, sehr, sehr erschwinglich. Kinder kosten 6,50 Euro und mit SZ-Card, wenn sie Abonnent sind, nur 5 Euro. Und für Erwachsene 8,50 Euro oder ermäßigt 7 Euro. Also wirklich eine schöne Geschichte an zwei Tagen, jeweils von 12 bis 18.30 Uhr. Lohnt sich mal hinzuschauen. Und mein allerletzter Tipp, bevor ich dann noch ein paar Freikarten verlose. SZ Stadiontag. Heute bin ich voll im SZ-Fieber, merke ich gerade selbst. SZ Stadiontag. Entdecken, anfeiern und mitfiebern. Familien und Fußballfans, aufgepasst. Am 21. Juni spielen die Kleinen im großen Stadion in Dresden. Das ist doch was. Also, da könnt ihr mit dabei sein. Es gibt ganz, ganz viele Bereiche. Es gibt auch einen Trödelmarkt dort sogar vor Ort, was mit Fußball nicht wirklich viel zu tun hat. Eine Fanmeile der SZ. Es gibt den Dynamo-Fanshop, der gesondert geöffnet hat. Torwandschießen, Spaß für die ganzen Familien. Und natürlich wird auch Fußball gespielt. Also das könnt ihr dort auf jeden Fall genießen und natürlich Rundgänge, ihr könnt euch das Stadion genau anschauen, geführte Gänge, also wenn sich das nicht lohnt, da weiß ich auch nicht, ich als Sportgoofy hier. Ne? So und als allerletztes, weil die nächste Woche möchte ich euch mal ein bisschen mitnehmen in Richtung Freilichtbühne Junge Garde, was da so alles passiert in der Sommersaison und deswegen verlose ich auch jetzt schon, jetzt muss ich gucken, in welcher Tasche ich es habe, für diese Woche, und da müsst ihr euch bei mir melden, bis zum 28. Juni habe ich zwei Karten für euch für Jennifer Rostock, die am 31. Juli in der Jungen Garde im Großen Garten aufspielt. Und ja, wenn ihr die Karten haben wollt, einfach eine E-Mail an info@sz-ticketservice.de. Und da losen wir aus, wer zuerst kommt, will ich nicht sagen, mal zuerst. Nein, so ist es nicht, sondern es wird natürlich ausgelost unter allen, die daran teilnehmen. Also seid dabei und ja, nächste Woche gibt es neue Veranstaltungstipps. Ne, bleibt mir gewogen und ich setze mich jetzt wieder aufs Fahrrad und fahre weiter.